Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice. Beim letzten Mal, ja, haben wir uns mit Valraven, dem Gott der Täuschung, der Illusion, angelegt und haben ihn auch besiegen können. Und ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut. Valraven, wie gesagt, mir kam der Name so überhaupt nicht bekannt vor. Valraven ist nicht wirklich aus der nordischen Mythologie und er hat schon gar nichts mit Odin zu tun. Da war ich ja etwas verwirrt in der letzten Folge. Valraven stammt wohl aus dänischen Volksgeschichten oder aus dänischen Geschichten einfach. Und da geht es wohl darum, dass ein Rabe einen, oder das sind einfach generell nur Raben, die das Herz wohl eines Königs gefressen haben und dadurch menschliche Eigenschaften und menschliche Intelligenz erhalten haben und dadurch ziemlich böse Dinge gemacht haben. Was sie genau konnten, habe ich jetzt nicht so genau herausgefunden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum das hier mit in die generelle nordische Mythologie gemischt worden ist, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Valraven da einen wirklichen Platz drin hat. Aber gut, ich meine, wenn er aus der dänischen Geschichte stammt, ist es ja auch irgendwie so ein bisschen nordisch, ne? Ja, so viel zu Valraven. Den haben wir besiegt und heute geht's dann jetzt an den Gott des Feuers oder den Feuerriesen, an Surt. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua, and spill his blood. Ja, versuchen wir es mal. Ein Riese ist dann wahrscheinlich noch mal ein anderes Kaliber als ein wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. He was badly burnt all over. Pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. Ich glaube, da geht's um Druth. Wir haben ja schon davon gehört. So ein bisschen was über Druths Geschichte gehört tatsächlich. Ich glaube, Senua und Druth haben sich tatsächlich in einem Wald dann wohl kennengelernt. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Das heißt, wir müssen jetzt nach Muspel reisen, wenn wir Surt, den Feuerriesen, bekämpfen wollen. Oder wie darf ich das verstehen? Und da können wir eigentlich nicht überleben. Na, das klingt ja schon mal sehr positiv. Aber wie gesagt, wir haben ja auch Valraven mit seinen Illusionen besiegen können. Vielleicht können wir dann tatsächlich auch ihn besiegen. Ist das wieder ein Gesicht? Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Okay, ja, Senua sieht ja die Welt ein bisschen anders. Das hatte ich ja in der ersten Folge schon mal ein bisschen angesprochen. Und das scheint aber auch nicht ganz so unproblematisch zu sein, offensichtlich. Ach Gott. Also es scheint auch Leute zu geben, die das nicht so mögen. Und ich glaube, hier haben wir, oh ja, hier haben wir Haufen verbrannte Körper. Im Reich des Feuerriesen durchaus. Ja, durchaus logisch, dass es hier viele verbrannte Körper gibt.
Hoffen wir mal, dass wir uns da nicht gleich zu ihnen gesellen. Vorne habe ich auf jeden Fall schon wieder ein Tor gesehen. Oh. Und ein Gegner wieder. Na, mein Freund. Warte doch mal, bis deine Zeit ist. So, kurz den anderen im Blick behalten da. Ah, ich habe den starken Angriff gekontert. Sehr schön. Bin schon dabei. Da kommt natürlich noch einer. Ah, jetzt kommt wieder einer von den etwas härteren. So, zack. Schön immer die Angriffe mischen. Den habe ich ja diesmal schnell erledigt. So, Freundchen. So, und unser Spiegel scheint auch ganz gut aufgeladen. Noch einer, echt. Mann, Leute, ihr habt doch keine Chance gegen mich. Ihr komischen Wächter. Oh Gott. Jetzt sind es mehrere. Jetzt könnte es ein bisschen problematisch werden. Da habe ich gerade so abgewehrt. Schön weg. So, eigentlich müsste ich den Leichten da links erstmal fertig machen. Der hält ja nicht ganz so viel aus. Dann machen wir es doch. Bevor der, solange der andere... Shit, der hat mich erwischt. Ja, das mit dem Ausweichen ist immer so einfach gesagt. Boah. Und der haut einfach durch meine Angriffe durch. Aber diesmal nicht, mein Freund. Zack. Sehr schön. Okay, wir haben hier wieder Runen. Oh Gott, was ist mit ihm denn los, ey? And I still hear their cries carried in the wind. Do you hear them too, Senny? Ist das da nicht eins davon? I heard this scream. And I still hear them now. Ah ja. So. Die Schreie derer, die hier scheinbar verbrannt sind. So, jetzt braucht man noch eins. Noch ein Zeichen irgendwo. Hier. Okay, hier irgendwo, wahrscheinlich hier ganz oben. Deswegen kann man hier wahrscheinlich überhaupt nach oben gehen, oder? Oh. Wieder viele Verbrannte hier. Ah, da ist es doch. Sehr schön. Dann haben wir den ersten Test von... Was soll das denn heißen? Ja, so habe ich mir das gedacht. Das war zumindest mein Plan in der ganzen Geschichte. Sehr schön. Took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Oha, der Druth scheint auch so seine eigene Geschichte zu haben, wie es aussieht. Da hinten, da ist wahrscheinlich Sword, oder? Dort, wo dieses große Feuer ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da haben wir auch sein Zeichen, wie es aussieht. Ach, komm schon wieder. Wow, oh, mit Schild diesmal. Erstmal den da links wahrscheinlich erledigen. Ist noch einer hinter mir? Sehr schön. Den mit dem Schild wollte ich eigentlich nicht angreifen. Erstmal ihn hier fertig machen. Da kommt ein neuer. Ah, der mit dem Schild ist jetzt ein bisschen ungünstig, finde ich. Bei dem muss ich erst den Schild wegschlagen. Da würde ich erstmal lieber die hier fertig machen. Ja, den Schild muss ich halt richtig wegschlagen. Sehr schön. Mensch, lass mich doch erstmal ihn hier fertig machen. Au, hör auf. Hier, nimm das. Zack. Jetzt kann ich hier mal. Zack. Du nimmst dein Schild gar nicht mehr hoch, Freundchen. Oha.
Dass da jetzt einer von hinten kam, war jetzt nicht so nett. Ich habe noch meinen Fokus, auf jeden Fall. Das heißt, das ist im Notfall auch immer noch da. Wow, was schlagen die denn jetzt auf einmal alle durch meine Angriffe? Das haben die doch früher nicht hingekriegt. Ganz ruhig, mein Freund. Erstmal legst du diesen Schild zur Seite und dann... Ich wollte schon sagen, wie viele hält denn der aus? Ey, Alter, noch einer mit Schild, ehrlich? Ah. Das gefällt mir aber gerade überhaupt nicht, wie das hier losgeht, ey. Was hier für viele Gegner auftauchen. So, Schild weggeschlagen und dann drauf. Ich kann ja mal den Fokus eigentlich benutzen, hä? Ich meine, wenn wir ihn schon mal haben, dann kann ich nämlich auch durch den Schild schlagen. Und dafür ist er ja da. Der ist ja immer noch nicht tot. Gott, so, haben wir es endlich. Viele Gegner hier, ey. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Ein Feuer, okay. Da schauen wir doch mal. Da vorne ist ja offensichtlich ein Feuer. Da sind auf jeden Fall auch einige Tote daneben, also Verbrannte. Das gefällt mir weniger. Na, gucken wir mal. Oh shit. Ja, jetzt sollten wir, glaube ich, rennen. Und zwar zum Tor von Surt. In der Hoffnung, dass wir das jetzt überleben. Ja, jetzt öffnet sich dann zumindest auch das Tor. Das ist ja zumindest was Positives. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering. If you refuse to look at it. Ja, wir sollen wohl scheinbar sehen, wer hier im Feuer gestorben ist, oder wie? Darf ich das verstehen? Da müssen wir, glaube ich, hin. Achso. Ja, ich mache ja schon. Wir suchen mal einen anderen Weg. Eventuell auch unseren eigenen Weg. Ja. Da ist auch wieder ein Stein. Ein Runenstein. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the black one, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious and then burn the whole world with fire. Das ist ja keine sonderlich gute Aussicht. Ja, Asgard, die Welt der Götter, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Midgard ist ja die Welt der Menschen, also da, wo wir leben. Fände ich nicht so schön, wenn er die ganze Welt verbrennen würde. Auf jeden Fall haben wir da wieder so ein Tor. Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder angucken, wie hier Leute verbrannt sind. Ich probier's. Ja, und wir wissen ja, wir müssen dann wieder vor dem Feuer entkommen. Na, das werden wir ja sehen. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich merke mir doch, wo ich lang gehe. Ich finde schon einen Weg zurück. Da ist auf jeden Fall der nächste Stein. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it.
But Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Ja, Ragnarok. Das hat ja vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, das ist ja ein bisschen bekannter. Die Zeit also, wenn Surt quasi die Götter besiegt, die Götter tötet. Okay, wo ist denn jetzt die Flamme aber, ist die große Preisfrage. Hier sind kleine Flammen, aber das ist ja nicht die Flamme, die wir suchen. Kann ich hier... Ah, hier kann ich rüber balancieren. Ah, da ist sie. Fire sacrifices. Burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Irgendwie macht mir Druth mit seinen Worten jetzt nicht wirklich mehr mehr Hoffnung, dass das hier gut gehen wird. Okay, also wenn wir hier wieder alles in Brand setzen, können wir hier runter? Ah ja, okay, wir setzen hier also alles in Brand und dann springen wir da runter und versuchen zum Tor irgendwie zu kommen. Na dann. Scheiße, ey. Na los, nichts wie los, nichts wie los. Oh Gott. Da will man sich ja gar nicht umgucken, wie hier alle verbrannt sind, ey. Und zack, komm, schneller, schneller, schneller. Hier geht's lang. Ach, Mist. Der direkte Weg ist mir, glaube ich... Wow. Der direkte Weg ist mir, glaube ich, verschlossen. Da lang, da lang. Da vorne ist das Tor. Komm schon, komm schon. Oh, shit. Komm, 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 wir haben es gleich, wir haben es gleich. Was war das denn jetzt? Jetzt noch irgendwas zusammengefallen hier? Und komm, durch da, durch da. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me. I am alone. Mhm. Ja, da werden wir vielleicht noch erfahren, was Senua damit meint. Warum die Götter sie verlassen haben. Ich meine, es könnte natürlich einfach sein, weil sie der Meinung ist, dass, weil ja ihr Geliebter gestorben ist, dass das vielleicht schon ein Grund ist. Gucken wir mal, wir haben auch schon wieder ein Feuertor. Ich schau mal. Da vorne ist noch ein Runentor. Ich guck mich hier erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja wieder einen Stein. Ah, perfekt. So viel dazu. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open. And Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Ei, ei, ei. Ja, ich meine Naglfar, zumindest wenn man die Witcher-Reihe gespielt hat, hat man davon ja auch mal gehört, wobei das hier natürlich eine deutlich andere Bedeutung hat, wie wir gerade mitgekriegt haben. Okay, dann ist wahrscheinlich, ich vermute mal fast, dass das Feuer wahrscheinlich dahinter ist, oder? Ich glaube, da sehe ich es schon. Das heißt, ich muss die Runen erstmal finden. Zwei Stück. Frage ist, wo? The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Is this us? Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you.
Ja, Druth ist scheinbar auch was passiert, während ich hier die Symbole suche. Schauen wir mal. Hier geht's noch ins Haus. Guck mal einer an. Wir können ja sogar noch rüber balancieren. Gucken wir mal. Irgendwo. Ah, hier. Perfekt. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ach, da. Das Feuer. Beziehungsweise die Asche oder was auch immer. Sehr gut. Damit haben wir das. Und damit müssen wir jetzt das Feuer befreien können. Der Weg ist relativ linear, aber ich weiß natürlich nicht. Ich meine, das Feuer kann uns da natürlich wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Gucken wir mal. Machen wir erstmal das Tor auf. Da ist es. Alter, die verbrannten Körper daneben immer, ey. Mal brennen wir sogar? Nee, ne? Okay. Ach du Scheiße. Oh. Ja, ich sag ja, das Feuer macht uns einen Strich durch die Rücken. Alter, die ganzen Schreie, ey. Wow. Ich weiß nicht, ob durch ein Haus zu rennen die cleverste Idee ist. Aber wir müssen scheinbar hier lang. Ach, Scheiße, die Schreie dazu sind echt nicht hilfreich. Ach Gott, jetzt noch balancieren. Klar. Während es unter mir brennt. Das ist ja die perfekte Idee. Ach, komm schon. Ganz vorsichtig. Aber trotzdem schneller. Nee, wir werden nicht sterben. Wir sterben auf keinen Fall. Hier stürzt alles ein. Wo war denn das Tor jetzt? Links hier, oder? Ja. Ah, na klar. Wollt ihr mich verarschen? Im Feuer? Da habe ich jetzt überhaupt keine Zeit für. Da habe ich ja nun überhaupt keine Zeit für. Was heißt keine Zeit? Das gefällt mir überhaupt nicht. Hat er mich noch getroffen? So, kurz mal. Ich will beide sehen. Shit. Das Feuer kommt hinter mir, hä? Ist er tot? Nee, immer noch nicht. Er ist tot. Und jetzt stirbt er. Sehr schön. Noch einer. Komm schon, Junge. Mach dich einfach fertig. Jawohl, ins Feuer getrieben. Ah, da kommst du nicht so einfach wieder raus, mein Freund, hä? Oh, doch. Sehr schön. Können wir jetzt weiter? Jawohl. Komm jetzt nichts wie raus hier. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Let it collapse, and have the courage to shed your tears. Raise your world to the prime! My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now. Okay, ich weiß ja noch nicht so ganz, was ich von Druth halten soll, dass der uns hier begleiten will. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der macht Senua noch verrückter. Ich meine, was ist, ist ja sowieso schon schlimm genug, durch Helheim zu reisen, ne? Oder jetzt sind wir ja wahrscheinlich eher in Muspel. Dem Ort der Feuerriesen, wie gesagt. Und natürlich eine weitere. Aber dahinter scheint das große Feuer zu sein. Ich glaube, wir sind nah. Ich glaube, wir sind wirklich nah. Das ist doch wahrscheinlich wieder da hinter diesen drei. Das ist doch wahrscheinlich wieder da hinter diesen drei. Alter, die verbrannten Leichen sogar auf dem Boden. Hinter diesen dreien. Runen. Leider, ich weiß nicht, vielleicht kann ja von euch jemand sogar die Runen lesen. Ich weiß nicht, ob die erfunden sind, um ehrlich zu sein, oder ob die. Tell me truth. How did you escape your darkness? Once I find my purpose.
I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Surtr. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. A fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Ja, Senua hat halt, ja, wie wir vorhin erfahren haben, oder wenn wir das mit vorhin verbinden, Duth im Wald gefunden. Warum ich das übrigens so schnell gelöst habe, ganz einfach. Ich wusste, dass das noch da ungefähr war. Weil das Ding ist, da hatte ich nämlich ewig Zeit mit verbracht bei meinem ersten Durchgang. Weil hier unten werden die Teile einem auch angezeigt. Also werden diese Hinweise einem angezeigt, dass es in der Nähe sein soll. Und dann versucht man natürlich, wenn man nicht weiß, dass man da hochklettern kann, die ganze Zeit von da unten irgendwelche Formen passend zu machen, dass das passt. Und ja gut, das ist einfach. Und dadurch kann ich mich noch so genau erinnern, was da, wie die richtige Lösung war. So, eins fehlt nur noch. Das ist ja sehr gut. Das ist ja mehr als gut. Oh, und noch ein Stein. The Northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men to the world of the gods. For now, they say the frost giants and the mountain giants cannot cross it. But they say that when Ragnarok comes, not a thing in this world will be safe. The Rainbow Bridge will break under the onslaught of the fire giants riding on flaming steeds. Senua, I have seen the fire of Surt spread far and wide, and to our lands. Ragnarok is coming. Oh ja, Ragnarok. Ist das Zeichen? Sehr danach aus, aber ist, glaube ich, falsch rum. Ich glaube, wir müssen tatsächlich einfach nur von der anderen Seite gucken. Alter, die Verbrannten. Ich glaube, wir müssen einfach nur von der anderen Seite gucken, ne? Ja, genau. Sehr schön, damit haben wir doch alle direkt. Und damit können wir uns jetzt auf zu Surt machen. Nachdem wir die letzte Flamme... quasi entfacht haben. Und jetzt quasi auch die Hintergrundgeschichte von Surt, dem Feuerriesen, kennen. Der wartet also auf Ragnarok, um die Götter zu bezwingen. Hallo? Warum? Jetzt. Ich wollte schon sagen, warum machst du es nicht auf? Da ist sie. If I can survive the fire of Surt and escape my darkness, then so can you. Na, hoffen wir, dass du recht hast. Run, 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 through the fire. Keep running. Go on. Ich renne ja schon. Run, run, run. Verdammt, noch ein Alter. Alter, hier bricht ja alles zusammen. Komm, durch da, durch da. Ach du Scheiße. Oh oh. I'm sorry. I'm so sorry.
darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Come on. Spill the blood of Surt and take his mark. And I will achieve you from the world and forever be in your debt. You destroyed everything, everyone, but not me. Fight me now! Das ist also Sorg der Feuerriese. Komm mal her. Wow, geil. Das ging ja gut los. Welches Feuer? Na gut, das kann man beim Feuerriesen erwarten. Geile Musik dazu. Dann nicht. Ich mach dich fertig. Okay, ich geh ja schon. Ja, ich hab's doch schon gemacht. Das finde ich halt, wie gesagt, so cool, dass quasi einem gesagt wird, was man machen muss. Durch diese Stimmen. Daneben. Ich mach dich fertig. Du wirst hier nicht mehr lebend rauskommen. Tja, so einfach ist es nicht. Wow, shit. Okay, was jetzt? Ach, shit, das wieder. Ja, ich weiß. Ich weiß ja. Ich stoppe ihn ja schon. Boah, shit, ich brenne. Und ich brenne. Jetzt hat er mich erwischt. Jetzt wird er aggressiver, habe ich das Gefühl. Sehr schön. Oh Gott, jetzt brennt er. Ich mache ja schon. So, fokussieren wir. Und greifen ihn schön an. Will er sich wieder stärken? Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht, mein Freund. Daneben. Shit. Sehr gut. Ganz ruhig. Okay, der hält natürlich eine Menge aus, so als Riese. Shit. Das ist nur eine Illusion. Deswegen können wir da dran vorbeisehen. Ich dachte, er ist der Gott des Feuers und kann deswegen wirklich das Feuer kontrollieren, aber scheinbar nur eine Illusion. Ich bin ja schon dabei. Ich stoppe ihn ja schon. So viel kann er doch nicht mehr haben, oder? Ich habe doch jetzt schon ordentlich auf ihn eingeprügelt. Zu heiß, zu heiß, zu heiß. Ja. Kann ich? Ich kann doch nicht fokussieren, das ist ja doof. Ich brauche, glaube ich, Zeit. Dass mein Spiegel aufgeladen ist. Oh, ach, fuck. Ganz ruhig. Ich kann immer noch nicht fokussieren. Ich kann so lange nicht eingreifen, er ist zu warm. Zu heiß eher. Komm schon, Spiegel. Komm schon, Spiegel. Das glaube ich eher, wenn ich kontere, aber ich kann ihn ja gerade schlecht kontern, oder? Ja,
funktioniert nicht. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Aber ich kann nicht fokussieren gerade. Jetzt kann ich. Endlich. Wird auch mal Zeit hier. Schon wieder? Willst du dich schon wieder stärken? Komm, ran da. Zack, zack und drei. Fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free, knowing you will carry my stories with you. My quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye as I have to find your answers. Your quest. Your truth. Damit ist also auch Sword besiegt. Alter, sein Thron aus verbrannten Leichen. Was ein... Naja, gut, aber wie gesagt, er wollte ja bei Ragnarok. Truth was a troubled man. A scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Ah, Druth hat Senua also alles beigebracht und war einst eigentlich sogar ein Gelehrter, bis er zum Sklaven wurde. Ja, sein Leben war auch sehr, naja, war auf jeden Fall auch nicht sehr beneidenswert, wenn man das so sagen darf. Aber wir haben jetzt tatsächlich den Weg nach Hell geöffnet. Ich weiß gar nicht, ob es... Es wird wahrscheinlich nicht schöner werden in Helheim. It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. Ja, nun gut. Jetzt haben wir aber das Tor geöffnet. Ich meine, um da reinzugehen, vielleicht meinte das Drew vor... You may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Vielleicht hat das Druth damit gemeint, dass wir zwischen den Toten oder unter den Toten wandeln. Ich will eigentlich gerade nur prüfen. Kommen hier wieder irgendwelche Feinde?
Weil ansonsten würde ich sagen, über das Tor nach Helheim öffnen und dann hoffentlich die Seele quasi unseres geliebten Dillion aus den Fängen Hellas befreien. Das seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Hellblade: Senua's Sacrifice. Bis dahin. Ciao.